Ich muss sagen, die Brücke sieht ziemlich Premium aus. Hallo. Sitzt da niemand drin? Das sah gerade so aus. Ich werde es aber nicht. Aha. Der Blinker wird also beim Druck und nicht beim Loslassen aktiviert. Ich glaube, ohne dieses Wissen hätte ich den heutigen Tag nicht überlebt. Ist alles frei? Ja, es ist alles frei. Und schon wieder sind wir drunter von der Brücke. Aber die hat echt gut ausgesehen, muss ich sagen. Ja, allgemein die Landschaft in ETS ist ja wirklich sehr schön gestaltet. Hui, das war ganz schön knapp. Hätte ich noch ein bisschen weiter vorfahren müssen. Habe ich mal wieder die Länge des Aufliegers unterschätzt. Also, ja, was heißt, die Landschaft ist sehr schön. Meistens hat man einfach nur links und rechts von sich Wald und Berge, aber... Und Berge? Ja. Ich wollte eigentlich sagen Wald und Berg, aber dann ist mir eingefallen, es sind ja mehrere Berge. Deswegen habe ich das versucht, einfach noch irgendwie dran zu hängen. Ich muss mal kurz was gucken, Sekunde. Okay, alles gut gegangen. Ich muss nur kurz auf die Uhr gucken. Damit ich weiß, wann ich ungefähr aufpassen muss mit meiner Aufnahme, wenn dann gleich meine Mutter aufsteht. Nicht, damit ich die dann in der Aufnahme habe. Weil bis jetzt habe ich noch kein Programm gefunden, mit dem ich das Mikrofon muten kann, während ich in-game bin. Also ich habe jetzt ein Programm installiert, damit kann ich das alles schön muten, alles gut. Aber auch nur solange ich auf dem Desktop bin, beziehungsweise kein Spiel im Vollbildmodus geöffnet habe. Und das ist nicht so schön. Deswegen, wenn ich jetzt drücken würde, passiert gar nichts. Ihr könnt mich die ganze Zeit weiterhören. Leider, sonst könnte ich jetzt einfach weiter aufnehmen, wann ich will. Aber muss ich ein bisschen aufpassen, ne? Aber ich denke mal, wenn ich jetzt hier ETS 12 genommen habe, dann dürfte ich jetzt alles erstmal ziemlich krass im Voraus haben. Was heißt ziemlich krass im Voraus? Ein bisschen im Voraus. Also, Space Engineers habe ich sowieso sowas von weit im Vorrat aufgenommen. Also ich glaube, Space Engineers habe ich bis... Scheiße. Wenn man einmal nicht aufpasst, ne? Wenn man einmal bloß auf den Grad kommt, so. Space Engineers habe ich, glaube ich, so ungefähr bis zum 20.09. Also da muss ich erstmal nichts mehr aufnehmen. Werde ich aber wahrscheinlich einmal, was mir hammermäßig viel Spaß macht. Ist zurzeit auch das Projekt, das mir am meisten Spaß macht. Ich meine, ETS 2 und SMP sind auch richtig geil, aber... Ja, das sind alles Spiele, die ich schon mal gespielt habe. Und Space Engineers ist halt so ein Spiel, da bin ich noch dabei, das zu entdecken. Und da ist eben noch immer ja, neuer Spielspaß dabei, wenn man ein Spiel neu entdeckt. Ich denke mal, jeder, der Minecraft gespielt hat, kann das nachvollziehen, weil bei Minecraft finde ich das extrem, wie krass man da am Anfang gefesselt ist. An das Spiel, also das war wirklich eine wirklich sehr geile Zeit. Der Anfang von Minecraft, ne? Das war schon ziemlich Premium, wenn man dann echt jede freie Minute versucht hat zu spielen. Ach ja, das waren noch Zeiten. So, ich habe mein Ziel schon gesehen. Haha, nur noch 45 Kilometer. Oh Gott, ich sage, geht so schnell. An so schöne Themen wie Minecraft hat. Ja. Ja, ist doch schön. Ne? So, vor uns fährt ein Auto. Warum habe ich gerade gesagt, vor uns fährt ein Auto? Ja, also vor uns fährt ein Auto, weil ihr das noch nicht gemerkt habt. Nein, ich habe mit vor uns fährt ein Auto anmerken wollen, damit ich das jetzt wahrscheinlich gleich überholen werde. Vor uns fährt jetzt ein Auto. Ja, das ist doch schön, nicht? Wenn mir jetzt irgendeiner da reinfährt, ne? Blöder Wichser. Ich will auf meiner Geschwindigkeit bleiben. Und keiner hält mich davon ab. Und wenn ich auf der rechten Spur fahre, also was in England die linke Spur ist. Nee, was in Europa die linke Spur wäre, obwohl England ist ein Teil von Europa. Was in Deutschland die linke Spur ist. Gott, ein LKW in Deutschland auf der linken Spur, ey. Hui, ne? Ich denke mal, ihr wisst alle, was ich meine. Weil in Deutschland fährt man ja immer ganz gerne ein bisschen schneller. Er sagt auf der linken Spur. Und, naja, ein LKW auf der linken Spur.
Das könnte man schon was als Todesurteil sehen. So, dann bremsen wir mal wieder. Ach, schon wieder bremsen. So langweilig. Und schalten runter. Und dann dackeln wir hier mal mit 50 km/h entlang. Ich meine, wer dackelt denn nicht gerne rum, ne? Das will ich sehen, wie ich das als LKW hier schaffe, die Kurve mit 97 km/h zu nehmen. Aber es ist ja auch nur eine Geschwindigkeitsbegrenzung, also ich darf bis dahin fahren und nicht ich muss so schnell fahren. Ne? Man fährt ja auch meistens in der Stadt, wenn 50 erlaubt sind. Ich weiß gar nicht, sind irgendwo anders, was anders ist 50 erlaubt? Also klar, in Großstädten, das waren da so extra Straßenstädten, wo man 100 fahren darf, aber sonst. Glaube ich, muss man immer in der Stadt 50 fahren und man fährt ja auch mal langsamer um die Kurven oder so, ne? Da fährt man ja auch nicht genau so schnell, wie da steht. So, das kann ich so lassen, 63 km/h passt. Achter Gang, passt schon. 30. 48. Zum Glück habe ich diese geilen Schilder, die mir da unten sagen, ich darf 48 fahren, weil das wäre jetzt wahrscheinlich 30 Ampere. Speed Cameras, okay. Da fahre ich mal etwas langsamer. Ich habe einen Tachblitzer. Das war er doch, oder? Ich glaube schon. Und dann sind wir auch schon in Swansea. Wie auch immer das ausgesprochen wird, das hört sich irgendwie so Swansea, das hört sich wirklich so komisch an, so. Es hört sich einfach komisch an, können wir uns darauf einigen, vielen Dank. Ja, und man muss sagen, die Kulisse sieht hammermäßig geil aus, mit hier den Kreisverkehr, mit hier den Kränen im Hintergrund, ich schätze mal von einem Hafen. Und ich muss jetzt rechts blinken, ne? Ich glaube schon, und jetzt muss ich links blinken. Weiß ich nicht mehr. Ich habe mal ein bisschen über Verkehrsregeln aus Citycar Driving und ja, aus Citycar Driving. Warum bin ich nicht auf die Bremse gestiegen? Du kann ich ein bisschen nach hinten? Nein. Bisschen. Kann ich die Ampel sehen? Ach, da vorne ist eine Ampel. Die zeigt mir, ob ich fahren darf oder nicht. Ich kann gerade fahren, dann wende ich hier jetzt einfach mal schnell. Obwohl das wahrscheinlich verboten ist. Boah, das Lenker macht mal wieder Geräusche, als wenn es gleich sterben würde. So, ich bleibe jetzt einfach im zweiten Gang, obwohl. Und der Blinker, der weiß schon, wo ich hin will, natürlich. Hey, ich bin eine mobile Straßenblockade. Ich hätte jetzt, glaube ich, auf der rechten Spur, also auf der linken Seite, auf der rechten, nee, auf der linken Spur, auf der rechten Seite. Auf der, ich weiß nicht, ihr wisst, was ich meine. Also ganz rechts auf der richtigen Straßenseite warten müssen, bis da frei ist. Naja, soll vorkommen, ne? So, dann bleiben wir jetzt im vierten Gang. Ich möchte ja niemanden überfahren. Um das Parken des Aufliegers zu überspringen. Nein, ich kann doch sowas. Ich bin der Master im Einparken. So, ihr werdet gleich sehen, wie man nicht einparkt. Ganz gut aus, oder? Das sieht echt gut aus. Nein! Das gibt's, jetzt habe ich gerade noch gegen Ende die falsche Richtung eingeschlagen.
Warmleger noch an. Der steht doch perfekt. So, jetzt. Hey. Gute Arbeit. Warum nur gute Arbeit? Ach so, ich habe 2% Schaden gemacht. So, und Level 11. Geübter Arbeiter. So, ich werde hier Fernfahrten... Ach nee, ich werde noch das schnell zu Ende machen und dann werde ich Fernfahrten weitermachen. Gut. So, dann... Ja, hoffe, es hat euch gefallen. Ja, bis dann und...